dass Kunst gut zu diversen Gesellschaften passt. Kunst ist in ihren unzähligen Ausprägungen und Spielarten selbst nahezu unüberschaubar. Malerei, Grafik, Bildhauerei, Architektur, Komposition, Musik, Literatur, Tanz, Film. Die kurze Aufzählung besticht vor allem durch ihre Lückenhaftigkeit. Die Kunst ist ein äußerst breites Feld und die einzelnen Ausdrucksformen lassen sich wiederum unterteilen. Beispiel der Musik, die ist blendend nach ethnischen Gesichtspunkten zu unterteilen. Wir sprechen dann von arabischer, altenländischer Musik. Wir können sie der Entstehungszeit zuordnen, von der Musik der Renaissance bis zur Musik der Gegenwart. Wir können auf Stile Bezug nehmen, Klassik, Jazz und Pop. Egal, auf welche Kategorien wir zurückgreifen, sie beschreiben meistens nur einen kleinen Aspekt und erfassen nie die konkrete Musik und ihre Wirkung auf die Zuhörerinnen und Zuhörer. Meist werden auch die zahlreichen gegenseitigen Beeinflussungen einzelner Stile, der Austausch über Raum, Zeit und Genre hinweg unterschlagen. Kurzum, die Identität von Kunst ist schwer sprachlich zu erfassen. Damit endet die Identität von Kunst der Identität von Menschen. Auch die Identität eines Menschen lässt sich schwer sprachlich fassen. Klar, ein Fingerabdruck lässt sich eindeutig einer Person zuordnen. Alles, was die Identität einer Person ausmacht, abseits des äußeren Erscheinungsbilds, ist allerdings, wie wir alle wissen, ein diffiziles Feld. Die Vorstellung, dass Menschen mit einem unveränderlichen Wesenskern geboren sind und diesen stabil und von außen unbeeinflusst durch das Leben tragen, ist längst veraltet und völlig obsolet. Vielmehr müssen wir anerkennen, dass unsere Identitäten einen Prozesscharakter aufweisen. Von Kunstschaffenden über alle Grenzen hinweg. Das beweist die Brunnenpassage bestmöglich. Seit 10 Jahren ist sie ein Ort der Begegnung, des Austausches, an dem kulturelle Vielfalt aktiv gelebt wird. Musik, Tanz, Theater werden mit Menschen gemeinsam erarbeitet und aufgeführt. Das Besondere daran ist, dass es ein kulturell vielfältiges Programm ist für ein heterogenes Publikum, dass jeder, jede teilhaben kann, was gerne mit dem Begriff niederschwellig beschrieben wird. Kunst ist, wie wir auch hier wieder sehen, selbst divers. Sie wird als Medium der Identifikation genutzt und verbindet Menschen, indem sie gemeinsam künstlerisch tätig sind. Kunst- und Kulturangebote wirken zwar manchmal irritierend und herausfordernd, gleichzeitig nehmen sie aber eine wichtige Vermittlungs- und Brückenfunktion zwischen den Menschen wahr. Kunst stellt Reflexionsräume für unseren Identitätsprozess bereit. Dazu ein Zitat des kanadischen Philosophen Charles Taylor. Ich zitiere: Wissen, wer man ist, heißt, dass man sich im moralischen Raum auskennt. In einem Raum, in dem sich Fragen stellen mit Bezug auf das, was gut ist oder schlecht, was sich zu tun lohnt und was nicht, was für den Betroffenen Sinn und Wichtigkeit hat und was ihm trivial oder nebensächlich vorkommt. Zitat Ende. In meiner Rolle als Minister für Kunst und Kultur danke ich dem Team der Brunnenpassage und den zahlreichen, über weite Distanzen unbezahlten Helferinnen und Helfern herzlich. Die Brunnenpassage ist ein moralischer Raum und er leistet wertvolle Arbeit, die Anerkennung und Wertschätzung verdient. Mit guten Gründen können wir in Österreich als ein Land der Kunst und Kultur verstehen, in dem die Künstlerinnen und Künstler mit ihren Werken und Projekten wesentlich und deutlich zur hohen Lebensqualität, zur Weltoffenheit, zum öffentlichen Diskurs und zur gesellschaftlichen Debatte beitragen. In der liberal verfassten Demokratie hat die Kunst ein Recht erworben, das vom Staat garantiert wird. Das Recht auf Freiheit und Autonomie. Als Politiker kämpfe ich dafür, dass diese Freiheit auch real existiert. Das bedeutet mitunter, ausreichende Budgetmittel bereitzustellen, wenn andere sie kürzen. Das gilt selbstverständlich auch und besonders für die Brunnenpassage. Abschließend nochmal zurück zum Titel Ihres Symposiums. Ja, ich bin überzeugt, Kunst wirkt. Die Kunst kann heute wie morgen einen Beitrag zu einer lebenswerten Gesellschaft leisten. Mehr noch, sie ist verpflichtet zu diesem Beitrag. Kunst ist furchtlos, weil sie Angst überwindet. Sie ist offen für andere, offen für anderes, weil sie genau daraus ihre kreative Kraft schöpft. Zwar mag sich die Künstlerin oder der Künstler zurückziehen, die Kunst hingegen versteckt sich nie.
Sie macht nicht dich und sie schützt nicht mit Staaten. Uns kennt auch keine Obergrenzen. Sie ist die Meisterin der Integration. Sie ist eine Meisterin des Probierens, weil sie das Scheitern am Werk nicht kennt. Sie fürchtet das Scheitern. Kurzum, kurz wirkt. Sie kann das Lebendige in einer Gesellschaft befördern. Es mag nicht alles lösen, aber es ist ein wesentlicher Beitrag.